Hallo, guten Morgen, Tag 2. Ich bin immer noch in Lech. Am zweiten Tag meiner Wanderung fahre ich erst noch mit der Seilbahn auf dem Rüfikopf. Die Fahrt ist mit der Lechkarte frei. So, heute alles im Schnelldurchlaufen auf dem Rüfikopf. Der ist 2300, sowas. Hier oben ist eine ganz fantastische Aussicht. Ich mache das alles im Schnelldurchlauf, denn ich muss ja heute noch nach Waadt laufen. Aber das Wetter ist so schön und deshalb bin ich jetzt hier noch und genieße noch die Zeit. So eine herrliche Landschaft hier oben. Eine Stunde, das muss reichen. Zurück nach Lech, in meine Pension, Rucksack geholt und direkt vor der Haustüre meiner Unterkunft geht der Weg los. Heute mit vollem Gepäck. Heute ist es ein bisschen schwerer auf dem Rücken und hier sieht man den Weg nach Waadt. Auf geht's! Der Blick zurück nach Lech und der Fluss begleitet mich noch ein kleines Stück. Lech Waadt ist trotz voller Ausrüstung eigentlich kein großes Problem. Es geht immer mal bergauf, bergab, aber schön langsam gelaufen kriegt man das hin. Und man kann mittags in Lech erst loslaufen, man kann, wie ich es gemacht habe, auf die zwei Berge noch, wenn man die Lechkarte hat. Würde ich auf alle Fälle empfehlen, es ist traumhaft, vor allen Dingen der Rüfli-Kopf. Ist sehr, sehr schön. Eine Aussicht hat man hier oben. Wunderbar. Und wenn man dann mittags um 12, um 1, um 2 losläuft, kommt man immer noch zur Zeit nach Waadt. So, und jetzt mache ich eine Pause. Jetzt gibt es was zu essen. Der Weg nach meiner Pause auf der Bank bis hierher stellt alle meine Behauptungen in den Schatten. Ja, man sollte eben nicht so klug reden, wenn man es noch gar nicht hinter sich hat. Diese Passage war nämlich ziemlich gefährlich. Steil bergab, schmandig, rutschig, über Querbalken zur Sicherung des Hanges und filmen war nicht drin. Es war mit der Kamera in der Hand einfach nicht möglich. Und wenn man alleine ist, geht das schon gar nicht. Da heißt es Konzentration und Vorsicht. Nach dem schlammigen, rutschigen Abstieg kommt jetzt hier wieder ein Aufstieg über Wurzeln. Jetzt geht es wieder ziemlich hoch und hier am Baum sieht man das Lechzeichen. Also verlaufen kann man sich hier wirklich nicht. Das Stück, was ich jetzt gelaufen bin, war wieder sehr schwierig. Aber jetzt bin ich oben, man hört es schon rauschen und jetzt werde ich mit dem Ausblick wieder belohnt. Schaut euch das an, ist das ein Traum. Von hier oben geht es wieder ganz runter zum Lech. Ich dachte, Waadt ist nicht mehr weit, aber ich hatte den letzten, heikelsten Teil noch nicht hinter mir. Wenn ich jemals heil hier durchkomme, dann müsste ich auf dem richtigen Weg sein. Aber ich bin hier jetzt fast am Ende. Ich sehe hier keinen. Ich bin hier am Verzweifeln. Ehrlich. Das kann ich euch sagen. Jetzt bin ich fix und fertig. Das war so anstrengend jetzt, das letzte Stück. Aber an jedem Tunnel ist ein Licht und das Licht ist Waadt. Ja, das Problem war,
Einen Tag vorher wurden hier Bäume gefällt und noch nicht weggeräumt. Und man kam kaum unter oder über diese hinweg. Und man sah keinen Weg und dachte, man hätte sich verlaufen. Das ist aber allen an diesem Tag so gegangen, wie ich später erfuhr. So, jetzt bin ich in Wart und warte hier auf den Bus, der mich nach Gehren bringt, wo ich meine Unterkunft habe. Ich habe keine Lust mehr. Es sind ungefähr nur 2 Kilometer, aber ich will nicht mehr. Und das Schöne auf dem ganzen Lechweg ist, dass man jederzeit, wenn irgendein Problem auftaucht, in den Wanderbus steigen kann und mit der Lechtal-Aktivcard, die man schon ab der ersten Übernachtung bekommt, kostenlos fahren kann. Nun doch noch eine positive Überraschung an dem ziemlich anstrengenden Wandertag mit 12 Kilometern in 5 Stunden. Meine Unterkunft in Wart-Gehren im Bio-Bauernhof Gernerhof bei Liesel. Die ältere, kleine, wuselige Frau ist der Hammer. Ich kam ausgelaugt da an und war geflasht. Das Haus so mit Liebe eingerichtet. Jedes kleine Detail hat mir verraten. Hier kannst du dich wohlfühlen und hier bist du ein gern gesehener Gast. Dasselbe spiegelte sich im Zimmer wieder. Man hat alle Annehmlichkeiten, spürt Wärme, Liebe, Geborgenheit und kann sich fallen lassen nach so einem anstrengenden Tag. Und nicht zu vergessen das Essen. Hätte ich nie so erwartet. Die Liesel reichte uns, wir waren 8 Gäste, ein 7-Gänge-Menü vom Feinsten, was sie auch alles selbst gekocht, angerichtet und serviert hat. Selbst die Lebensmittel waren größtenteils aus ihrem Bio-Bauernhof. Und naja, war schon irgendwie zu erwarten, das Frühstück nach dieser erholsamen Nacht. Wieder Staunen bei allen Gästen. 2 Räume waren vollgepackt mit hausgemachter Marmelade, eingelegtem Obst und Gemüse und Säfte, Milch von ihren Kühen, eigens hergestellte Wurst und Käse, Müsli bis zum Abwinken, Tee aus selbst gesammelten Wildpflanzen und dann fragte sie auch noch nach Eiern, gebraten, gekocht, mit und ohne Schinken, Kaffee aus einer hochmodernen Kaffeemaschine und. Ein Lunchpaket, was wir uns selbst bereiten konnten, war dann auch noch inklusive. Natürlich in einer Bio-Papiertüte. Darauf hat sie uns extra hingewiesen. Also, ich bin nicht der Typ, dass man Werbung für eine Unterkunft macht, denn gut sind sie irgendwie doch alle. Aber ich finde, dieser einzigartige Bio-Bauernhof ist es wirklich wert, darüber zu berichten. Guten Morgen, Tag Nummer 3. Hinter mir liegt der Gernerhof, wo ich heute Nacht gewesen bin. Und heute geht's von Wart, Gehren hier, nach Steg. Gesagt wurden mir 3,5 Stunden, 14 Kilometer. Mal sehen, was hinten rauskommt. Also, auf geht's. Tschüss, Wart-Gehren. 1500 Meter hoch gelegen. Ein Urlaubsort wie im Bilderbuch. Ein kurzer Anstieg auf der aber nur leider asphaltierten Straße und man ist schon bald in Lechleiten. Der Eingang zum Lechtal, habe ich jetzt gerade erfahren. Na, guten Tag. Lässt du mich vorbei?
bin ich so interessant. Ja. Euch geht's gut hier oben, ha? Und du, lässt du mich vorbei? Oh, bitte lass mich vorbei. Bitte, bitte. Danke. Das ist ja so ein Navigationsgerät. Aha. Schon alt. Schon alt, sowas hat man heute noch nicht mehr. Aha, aha. Aber eigentlich braucht man es gar nicht. Hä? Leschweg hier, der ist gut geschildert. Der ist so gut ausgeschildert. Ja, gut also, geschildert. Wir waren auf dem Jakobsweg mal in der Schweiz, oh, ja. Was wir uns da verlaufen haben. Da war es ganz schlecht ausgeschildert. Oh, nicht gut. Oh. Aber hier, also, ja. Die Ausschilderung kann man sich nicht verlaufen. Ja, ich nehme es ja bloß. Dass ich sehe, wie weit ich gelaufen bin, wie weit das noch ist. Die Höhenmeter. Ja, das ist interessant. Das Profil, wo bin ich? Ja, das. Und immer wieder macht man unterwegs nette Bekanntschaften. Und der Lech hat mich wieder. Oder ich habe den Lech wieder. 3 Stunden Laufzeit ohne Lech. Der wilde Lech. Coole Tankstelle. Ja, da schauen wir doch mal rein. Mango, Schoko, Vanille. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ne? Das ist die Kirche von Steg. Aber ich denke, in meiner Unterkunft habe ich es noch ein Stück weiter. Das ist Ortsteil Walchen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Hier drüben müsste irgendwo meine Unterkunft sein. Ich laufe und laufe. Ich habe es bald satt. Und immer schön jetzt wieder dem Lech entlang. Das ist das Positive an der ganzen Sache. Aber ich habe hier oben schon gedacht, ich bin da, aber das war erst Hegerau. Ich muss noch ein Stück weiter bis Ortsteil Walchen. 1 Kilometer ungefähr noch und dann habe ich es geschafft. Das Schöne an der Sache ist der Lech. Aber ich glaube, ich habe es jetzt bald geschafft. Ich glaube es nicht. Ich bin da. Tirolerhof, meine Unterkunft. Walchen, ein Ortsteil von Steg, ist nochmal 3 Kilometer entfernt. Also bedeutet das, ich bin heute 18 Kilometer gelaufen. Jetzt freue ich mich auf meine Dusche und mein Bett, dass es morgen wieder frisch und munter weitergehen kann. Auf dem Traumpfad Lechweg.